Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir machen heute zusammen Mathematik. Wir sind unterwegs in der Körperberechnung und heute wollen wir bei der Kugel das Volumen berechnen. Ich habe hier mal versucht, eine Kugel zu zeichnen. Zeichnen ist nicht so mein Ding, aber ich glaube, man kann es erkennen. Hier ist der Radius und der Radius, der ist super wichtig zum Berechnen. So, wenn wir die Kugel bzw. das Volumen einer Kugel berechnen wollen, dann brauchen wir eine Formel. Die habe ich mitgebracht, die kriegt ihr übrigens auch bei der Abschlussprüfung gestellt. Und die ist V, also Volumen, dann üblicherweise ein kleines K für Kugel. Und dann ist das 4 Drittel mal Radius hoch 3 und das Ganze mal Pi. Das ist die ganze Formel und wir müssen jetzt eigentlich nichts anderes machen, als den Radius einzusetzen. Manchmal ist nicht der Radius, sondern der Durchmesser gegeben. Ihr wisst ja, der Durchmesser ist Radius mal 2. Alles klar. So, und jetzt rechnen wir einfach mal zwei, drei Beispielaufgaben. Wir fangen an mit Radius gleich 5 cm. Und jetzt müssen wir nichts anderes machen, als Radius R hier einzusetzen. So, machen wir das. Also, Formel, Volumen von der Kugel ist gleich 4 Drittel mal, und jetzt Klammer auf, 5 cm Klammer zu, hoch 3 mal Pi. Das ist alles. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch in den Taschenrechner eingeben. So, Taschenrechner raus, auf geht's. 4 Drittel mal 5 hoch 3 mal Pi. Okay, kontrollieren. 4 Drittel mal 5 hoch 3 mal Pi und gleich. Und dann kommt raus 523,6. Ich habe bei meinem Taschenrechner das Runden auf zwei Stellen nach dem Komma voreingestellt und ich glaube, die allermeisten Lehrer möchten das auch so haben. Okay, also sind wir schon fertig. 523,6 oder 60 und dann Zentimeter und jetzt, da steht es schon, hoch 3, ne? Kubikzentimeter, weil Volumen wird immer in Kubik angegeben. So, und dann haben wir es schon geschafft. Nächste Aufgabe machen wir Radius gleich 4 cm und es verändert sich eigentlich gar nichts, außer das in der Klammer. Also, Volumen der Kugel ist gleich 4 Drittel mal, Klammer auf, 4 cm hoch 3. Die Klammer setzen wir, damit klar ist, dass wir nicht nur die Maßeinheit hoch 3 haben, sondern dass die Zahl eben auch hoch 3 gerechnet wird. Und dann das Ganze mal Pi. Jetzt wieder den Taschenrechner. Und dann geht's los. 4 Drittel mal 4 hoch 3 mal Pi. Kontrollieren. 4 Drittel mal 4 hoch 3 mal Pi. Gleich und 268,08. 268,08. Wieder gucken. Maßeinheit Zentimeter hoch 3 für Kubik. Und das Ganze zweimal unterstreichen. Okay, ich glaube, das Prinzip ist klar. Zur Sicherheit eine letzte Runde. R gleich 3 cm. So, und es ist immer das Gleiche. Volumen der Kugel ist 4 Drittel mal, Klammer auf, 3 cm, Klammer zu, hoch 3 mal Pi. Okay, also auf geht's. 4 Drittel mal 3 hoch 3 mal Pi. Kontrollieren. 4 Drittel mal 3 hoch 3 mal Pi. Gleich. Und dann sind das 113,1 oder 113,10. 113,1 oder 10 und dann wieder Zentimeter hoch 3. Okay. So, hier werde ich in diesem Video stoppen. In einem nächsten Video erkläre ich aber auch noch, wie man die Formel umstellt. Eine ganz beliebte Frage ist nämlich, wie man von dem Volumen einer Kugel wieder zurückrechnet auf den Radius.
Das zeige ich euch auch noch. Oder ihr habt, wie ich es gerade schon sagte, den Durchmesser angegeben. Dann macht ihr einfach Durchmesser geteilt durch 2 und habt dann den Radius und könnt die Formel verwenden. Aber hier sind wir erstmal fertig. Ihr habt jetzt gesehen, wie man das Volumen einer Kugel berechnet. Okay, das war's.